Hallo lieber Tieftonliebhaber, in diesem Groove geht es um eine besondere Taktart. Und hast du schon erkannt, um welche Taktart es sich handelt? Genau, dieser Groove steht in einem 7/8-Takt. Und das klingt spektakulärer, als es eigentlich ist. Denn der Trick bei solchen unregelmäßigen Taktarten ist es, dass du sie einfach in regelmäßige Taktarten oder Zählzeiten unterteilst. Was ich also mache, ist, dass ich nicht immer bis 7 zähle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich kann es gar nicht. Nee, sondern ich teile diesen Takt in zwei Teile ein. Einen Zweiviertel und einen, ja, was ist das dann? Ein 6/8, wobei ich auch da nur zwei Schläge als Puls fühle. Allerdings zwei punktierte Achtel. Okay, eigentlich wären das genau genommen die 16, also wäre das ein 6/16-Takt, also 3/8, und dann würde es von den Notenwerten auch wieder passen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, daka, 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 daka. Und mit diesem Gedanken kannst du jetzt einfach mal ein bisschen mit dem Schlagzeugruf herumspielen. Fang ganz simpel an. Und spiel im Verlauf immer freier. Ich habe die Bassdrum für diesen Übungsbeat ein bisschen gerade gerückt, damit sie auch auf den richtigen Akzenten spielt. Beim originalen Groove spielt sie ein bisschen vorgezogen und das kann beim Üben ein bisschen verwirrend sein. So kannst du jetzt die Bassdrum-Akzente einfacher mitspielen. Und mit deinem Fuß kannst du jetzt die Achtel mittippen. Dann bist du gleich im richtigen Mikro-Timing. Oder, und das ist mir mal bei einem Song von Sting aufgefallen, du kannst in Vierteln mittippen und damit bist du einen Takt auf dem Beat und den nächsten Takt auf dem Offbeat. Hör dir mal den Song I Hung My Head von Stings Album Mercury Falling an. Da spielt Vinnie Colaiuta ab ungefähr einer Minute 45 seine Hi-Hat und sein Becken durchgehend auf den Vierteln. Und auch ist das ein 9/8-Takt, es hat genau den gleichen Effekt. Du bist einen Takt auf dem Beat und dann wechselst du zwischen die Beats sozusagen. Unterteil also schwierige, unregelmäßige Taktarten einfach in kleine, rhythmisch gut begreifbare Häppchen. Und wie du so ein 7/8 dann verteilst, das hängt ganz vom Song und vom Groove und von der Basslinie ab. In diesem Fall ist das also 4/3, aber das kann sich natürlich auch umdrehen. 3/4. Oder eigentlich 2/4. Zwei punktierte Achtel und vier normale Achtel. Oder vier punktierte Achtel und eine normale Achtel. Okay, so viel zur Taktart. Mein Groove hat aber noch eine kleine weitere Raffinesse, nämlich eingebaute Leerseiten. Oder besser gesagt, eine eingebaute Leerseite, nämlich die A-Leerseite. Und dadurch, dass ich sie stets zwischendurch spiele, bekomme ich bei dieser Art Groove eine Art Pedalton, der sich im Hintergrund bildet.
kannst diese A-Leer-Seite auch als eine Art Dead Note spielen und sogar bei Fills einbauen. Das Play-Along und die Noten und die Tabs zu diesem Groove findest du wieder auf florianzbassunterricht.de. Meld dich an, es lohnt sich. Danke fürs Reinschauen, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß.